Ja, Gaudi und Lachen sind das Wichtigste, sagt Olympiasieger Egon Zimmermann, das, worauf es ankommt. Und genau das, worauf es eben ankommt, will auch der Kabarettist Gary Seidel auf die Bühne bringen in seinem neuen Programm Bitte, Danke. Am Abend war im Wiener Orpheum Premiere. Guten Abend. Ich habe mir jetzt die ganze Zeit hinten überlegt, wann wir einander das letzte Mal gesehen haben. Und es ist mir jetzt eingefallen, es war beim... Ein ausverkauftes Haus gab es gestern bei Gary Seidels fünftem Programm. Und der Kabarettist, Schauspieler und Musiker hatte schnell die Lacher auf seiner Seite. Meine Frau, die Andrea, hat mir geschrieben, IHDL. Das heißt, ich hab dich lieb. Ich glaube, 42 Freundinnen haben gefällt mir gedrückt. Ich war der Einzige, der glaubt, der muss ein Backel von der Post anholen. Ich hab das nicht verstanden. Ich versteh's nicht. Das ist an und für sich der Schmäh, der mir besonders gut gefällt. Und ja, wunderbar. Also ich freue mich für ihn. Ich finde ihn wahnsinnig lustig. Und er ist einer der wenigen Kabarettisten, der wirklich attraktiv ist. Und auch noch dazu. Ich habe einen Kindersitz, für den habe ich ein Vermögen ausgegeben. Ich glaube, der hat mehr Gütesiegel als eine Dialysemaschine. Der Sitz. Dafür nämlich, dass ich dann im 13a sitz mit meiner Tochter, ja, ohne Helm, ohne Airbag, ohne Gurt und der mit uns fährt wie ein Berserker. Weil bei den Wiener Linien, glaube ich, nehmen sie ja alle, die für die Formel 1 zu lange Haare haben. Das ist ja ein Aufnahmekriterium. Das Buch ist wunderbar, die Texte sind wunderbar. Aber was mich besonders besticht, ist die schauspielerische Leistung. Sie sehen, hier steht Element 6 und nicht Element 9. Ne? Sagt er, na gibt's das auch. Ja, haben wir die Trottel in der Firma den Plan falsch in die Hand gegeben. Das ist mit Bitte, Danke ist Gary Seidel ab sofort in ganz Österreich unterwegs.